Unser Informatik-Schwerpunkt beginnt in den ersten Klassen, wo die Schüler und Schülerinnen den Umgang mit den wichtigsten Programmen erlernen. Word, PowerPoint, Microsoft Teams und vieles, vieles mehr, richtiges Speichern und so weiter. In der zweiten Klasse wird Informatik in den Navitec-Klassen umgesetzt. Da können die Schüler und Schülerinnen in die Softwareprogrammierung hineinschnuppern und erhalten grundlegende Kenntnisse, wie man Software programmiert. Wir arbeiten hier mit den Microbit-Minicomputern. Diese Microbit-Minicomputer lassen sich mit ihren verschiedenen Sensoren zu Spielen, zu einem Kompass zum Beispiel, programmieren. Außerdem verwenden wir Technikplatinen, mit denen man Kenntnisse aus den Bereichen Physik, zum Beispiel aus dem Themenbereich Elektrizität, mit programmieren kann. Wenn Zeit bleibt, können die Kinder mit den Lego-Robotern noch Versuche durchführen. In der dritten Klasse bieten wir für unsere Schülerinnen und Schüler das Techniklabor an, das wir als zweistündiges Freifach an unserer Schule führen. Hier lernen die Kinder schon komplexere Programmierkenntnisse. Die Schülerinnen und Schüler müssen hier lösungsorientiert arbeiten, sie müssen experimentieren, sie müssen Freude an der Technik mitbringen und können im Team Probleme finden und versuchen, diese Probleme zu lösen. Wir nutzen auch die guten Beziehungen zur Technischen Universität in Graz, wo wir einmal im Jahr einen Workshop in dem riesigen Robotiklabor besuchen. In der vierten Klasse bieten wir das Creative IT Lab an. In diesem Labor geht es in erster Linie um digitale Bildbearbeitung. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in diesen 2 Stunden pro Woche eine fundierte Ausbildung in der Druckvorstufentechnik. Ergänzt wird diese Ausbildung durch kleine Projekte, wo selbstgestaltete Bilder und Bildmanipulationen mit kreativen Texten untermalt werden. Wir bieten in der vierten Klasse auch die Möglichkeit an, den ECDL zu absolvieren. Der ECDL, der Europäische Computerführerschein, ist ein international anerkanntes Zertifikat, wo die Schüler und Schülerinnen die grundlegenden Fertigkeiten in dem Umgang mit verschiedensten Programmen erlernen. Unser Informatik-Schwerpunkt setzt sich dann in der Oberstufe in der 5. Klasse fort. In der 5. Klasse erhalten die Schüler und Schülerinnen 2 Stunden Informatik im Regelunterricht und können ab der 6. Klasse 2-stündig jedes Jahr das Wahlpflichtfach besuchen. Wer also Spaß an der Technik hat oder die Angst vor der Technik verlieren möchte, ist in unserer Schule sehr gut aufgehoben.